Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich bin Max Oberüber und ich weiß nicht, warum ich diesen Vlog mache, warum ich gerade eine Sonnenbrille trage, weil es eigentlich gar nicht mehr so scheint. Also es war gerade ziemlich, es hat gerade ziemlich geschienen. Aber guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber ich finde, es sieht einfach voll cool aus. Da ist das Tal. Ja, wie gesagt, dieser Vlog hat keinen Sinn, aber ich dachte mir, ich habe lange keinen Vlog mehr online gestellt. Jetzt muss mal wieder das kommen. Ich glaube, ich kann auch noch alte hochladen. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier dauern wird. Aber ich wollte es einfach mal zeigen. Ich bin hier mit meinem Rucksack. Da. Und mit meiner Kamera. Ich habe hier so ein bisschen Fotos gemacht. Die könnte ich vielleicht einblenden, wenn sie gut geworden sind. Aber guckt mal, das ist voll cool. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich war gerade einkaufen. Ich mache nachher Nudelgratin. Meine neue Brille. Was kann ich euch noch so erzählen? Morgen kommt wahrscheinlich ein Video online. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt hier, was ich gerade drehe, heute noch online stelle. Heute ist nämlich Samstag. Morgen würde es ein Snob-Tag-Video kommen, was ich aber auch noch nicht gedreht habe. Also ich habe schon gedreht, aber ich habe es noch nicht geschnitten. Deshalb weiß ich nicht, ob das kommen wird, wann das kommen wird. Am Dienstag kommt vielleicht auch was, ich weiß nicht, weil ich da auch meine englische Abitur, Klausur, Prüfung, was auch immer schreibe. Deshalb weiß ich noch nicht, aber Freitag kommt auf jeden Fall immer was. Immer, 14.30 Uhr. Jo, was kann ich euch noch so erzählen? Eigentlich nichts. Ich habe euch nichts zu sagen. Doch was ihr mir mal in die Kommentare schreiben könntet, also was ich euch ja jetzt nicht sage, was ihr mir aber sagen könnt, was ihr gerne auf diesem Kanal sehen wollt, dass ich jetzt einfach, wenn ich irgendwo bin, einfach rumlaufe, mir die Kamera nehme, so wie jetzt, was, keine Ahnung, nicht wirklich Inhalt hat, aber dann seht ihr mich mal. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich über irgendwas reden soll, ob ich einfach nur mich filmen soll, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich mich zum Beispiel hier auf so einen Baumstamm stelle, ob euch das interessiert oder nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt und was nicht. Da hinten ist das Wasser, falls es euch interessiert. Was könnt ihr euch noch erzählen? Ich laufe jetzt gerade zum Auto, ich war einkaufen, das habe ich euch schon erzählt. Ich muss heute noch lernen. Ja, lernen ist immer wichtig, aber es macht keinen Spaß. Aber ich habe so ein paar gute Tipps und Tricks, wie ihr gut lernen könnt. Das könnte ich vielleicht machen als Video, wenn es euch interessiert. Das ist wirklich sehr, sehr gut, sehr hilfreich, sehr informativ. Und als ich losgegangen bin, hat die Sonne noch mega doll geschienen und es war echt warm. Und jetzt bin ich hier im T-Shirt und irgendwie ist mir kalt, weil die Sonne nicht mehr scheint. Es ist nicht unbedingt so viel warm. Es ist nicht so warm. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die können wir uns jetzt mal angucken. Und dann können wir auch gleich mal gucken bei Snapchat, wie viel Grad es ist, sind. Ach, ich habe wieder voll die Sprachfehler heute. Das ist unglaublich. Ich mache jetzt ein cooles Snapchat-Bild mit euch. Oh ja, das ist unglaublich cool. Es sind, einen Moment, 13 Grad. Aber 13 Grad im Schatten sind nicht so viel. Deswegen ist es auch ein bisschen kalt. Ja, ich poste das jetzt. Die Leute, die heute noch das sehen, die können so beides sehen. Hier, guck, da ist es. Das ist echt mega krass. Ich bin ja hier in diesem Tal oder was es auch immer ist. Und da hinten laufen zwei Leute. Ich weiß nicht, ob man sie sieht, aber sie laufen da. Und sie unterhalten sich ganz normal. Und ich höre sie bis hierhin. Und so wie ich hier immer rumschreie, hat mich wahrscheinlich ganz Berlin gehört. Ja, ich laufe jetzt mal zum Wasser. Vielleicht gibt es da noch was Schönes, was ich filmen kann oder was ich euch zeigen kann oder wo ich Fotos machen kann. Und da ist, glaube ich, ein Bunker da, so eine Tür. Die ist aber verschlossen. Das heißt, wir können da leider nicht reingehen. Und in diesem Haus, da hatte ich mal ein Klaviervorspiel. Ja. So, wir sind jetzt hier bei dem Haus, wo ich schon mal zwei Musikvideos gedreht habe. Die Wände sind hier ein bisschen besprüht und so. Und ich glaube, es ist auch Einsturzgefahr oder so. Aber egal. So Leute, es wird gerade irgendwie immer kälter. Ich bin hier schon am Erfrieren. Nicht so ganz, aber ich laufe jetzt gerade wieder zurück zum Auto, weil ich auch die Sachen vom Einkauf drin habe, die in den Kühlschrank müssen. Deswegen kann ich nicht jetzt so lange unterwegs sein und so lange mit euch reden. Ja, ich fahre jetzt noch kurz zur Post. Und dann bin ich zu Hause und ich glaube, ich beende den Vlog jetzt hier. Ja. Ich weiß nämlich nicht, was ich noch sagen soll. Aber vielleicht melde ich mich zu Hause nochmal. Aber ich glaube, wir beenden jetzt einfach. Tschüss.